Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich bin jetzt gerade auf dem DARS unterwegs, und zwar auf dem Weg zum DARSer Leuchtturm, DARSer Ort. Ich laufe jetzt hier so ein bisschen durch den Wald durch. Ja, du kannst im Grunde vor dem Leuchtturm, sage ich mal, eine Stunde vorher parken, musst aber nochmal ein ganzes Ende durch den Wald auf jeden Fall latschen oder am Strand lang. Ich packe dir am besten mal so einen Link einfach unten in die Videobeschreibung rein, dass du mal siehst, wo du genau parken kannst. Und dann auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit einplanen. Mein Zielfoto ist heute auf jeden Fall der Leuchtturm, logischerweise vom Strand aus. Denn du kannst vom Strand aus super den Leuchtturm fotografieren, lange Brennweite benutzen. Und ich bin mal gespannt, wie das da vor Ort aussieht. Ich war letzte Woche schon mal hier. Da habe ich es nicht ganz geschafft, vor Sonnenuntergang auf jeden Fall da zu sein. Deswegen heute Versuch Nummer 2. Und ganz in der Nähe von hier ist auch Zings, die Seebrücke, falls du die kennst, auch sehr bekannt. Kann man auch sehr schön fotografieren. Und wie gesagt, hier ist halt ein bisschen Fußmarsch angesagt, bevor man zum Strand kommt. Also Auto ist hier gar nicht. Aber da packe ich dir auf jeden Fall meine Beschreibung in die Videobeschreibung rein, dass du mal schauen kannst, wo man am besten parken kann. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder am Leuchtturm. Ja, ich bin jetzt hier im Wald unterwegs und das ist ziemlich cool hier, weil du hast hier überall so kleine Ecken, wo du da gucken kannst mit ein bisschen Wasser dabei. Ich gehe mal kurz runter, um das mal ein bisschen zu zeigen. Hier ist ein kleiner Bachlauf, direkt von der Ostsee wahrscheinlich schon so ein bisschen reingespült. Und ich glaube, es sieht auch ziemlich cool aus, wenn man hier im Herbst halt lang spaziert, wenn hier Nebel ist überall. Und wenn die Wälder so ein bisschen mit Nebel bedeckt sind, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und da ich sowieso sehr gerne Leuchttürme fotografiere, freue ich mich halt endlich mal wieder so ein bisschen unterwegs sein zu können. Denn der Weg ist hier auch ziemlich familienfreundlich, also wenn du mit der Familie unterwegs bist, kannst du hier entspannt im Rad langfahren oder auch Kinderwagen, wäre hier kein Problem. Jetzt hier im Winter ist natürlich ein bisschen matschig alles, aber das ist auf jeden Fall noch okay und man kommt hier noch gut durch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin halt auch schon gespannt, wie der Leuchtturm so ein bisschen aussehen wird. Ich fotografiere ja sowieso sehr gerne Leuchttürme und ein Spot ist auf jeden Fall noch für mich wichtig als Mecklenburger, der Leuchtturm auf Hiddensee. Da war ich tatsächlich noch gar nicht gewesen bis jetzt. Obwohl ich hier schon geboren bin und hier lebe, schon viele, viele Jahre. Und deswegen, wenn Corona quasi sich ein bisschen beruhigt hat und ein bisschen eingedämmt wurde, dann ist auf jeden Fall noch ein Spot für mich, der Leuchtturm auf Hiddensee. Aber jetzt geht es noch weiter zum Leuchtturm, da ist der Ort. Und ich freue mich schon drauf und bin gleich mal gespannt, wie es vor Ort aussehen wird. So, ich bin jetzt hier angekommen und zwar am Leuchtturm DARSer Ort und ich habe mir jetzt eine schöne Bildkomposition rausgesucht und zwar sind hier so ein bisschen so ja, Bäume von den Dünen und dahinter ist der Leuchtturm quasi zu sehen. Das ist ganz schön vom Strand aus zu fotografieren, fand ich jetzt nicht so nice, deswegen habe ich mich jetzt hier so ein bisschen positioniert. Ich zeige dir gleich mal, welche Einstellung ich jetzt hier quasi nehme. Es ist jetzt ungefähr so 14 Uhr, es ist Januar, es ist leicht bewölkt. Ich habe einen relativ blauen Himmel jetzt über dem Leuchtturm drüber, was nicht so schön ist. Also Wolken wären quasi natürlich ein bisschen besser, wenn das der Fall wäre, sind aber keine Wolken da. Ist aber nicht so schlimm, deswegen habe ich mich jetzt hier aufgebaut. Ich nutze ein Stativ und zwar, das Stativ ist von Rollei C5i, nutze ich schon ganz, ganz viele Jahre. Ist auch super kompakt und relativ leicht zum Mitnehmen.
Und darauf habe ich jetzt meine Sony A7 III mit dem Sony G-Master 24 bis 70 mm. Und ich bin jetzt hier auf, Moment, Blende 13 bin ich jetzt hier auf ISO 100 und bin bei 1/4 Verschlusszeit. So ganz leicht, sage ich mal, brennen mir unten links ein bisschen die Stellen aus, aber es ist nicht so tragisch, weil ich jetzt einen Filter quasi vorne drauf gemacht habe, einen Verlaufsfilter, sodass mir sozusagen der Himmel nachher nicht ganz stark ausbrennt und der Vordergrund von den Bäumen, der ist so ein bisschen dunkler. Das heißt, das werde ich nachher am Rechner wahrscheinlich so ein bisschen nachbearbeiten, ein bisschen aufhellen. Aber von der Bildkomposition her sind hier halt sehr starke Kontraste und sehr starke Helligkeiten im Bild. Deswegen versuche ich halt jetzt hier quasi mit dem Verlaufsfilter so ein bisschen zu arbeiten. Könntest auch einen ND8-Filter benutzen beispielsweise, wäre auch möglich. Also alles ein bisschen, was ein bisschen die Helligkeit quasi rausnimmt aus dem Bild, das wäre hier von Vorteil. Ich zeige das Ganze nochmal. So, wie gesagt, ich bin jetzt hier auf Verschlusszeit 1/4, dann bin ich hier bei Blende 13 und ISO 100 und ich achte hier ganz stark aufs Histogramm, dass mir halt links die Stellen nicht ausbrennen, rechts die Stellen nicht ausbrennen. Perfekt wäre ein Histogramm, was halt sehr mittig wäre, so ein kleiner Berg, das ist jetzt hier nicht möglich, weil ich jetzt hier, wie gesagt, zu viele Helligkeitsstufen habe und zu viele Kontraste halt im Bild, was aber nicht tragisch ist, denn wichtig ist nur, dass das Histogramm nicht links anschlägt oder rechts anschlägt und du siehst schon im Live-View, dass die Bäume halt natürlich jetzt sehr, sehr dunkel sind und der Leuchtturm halt durch den hellen Hintergrund auch ein bisschen verschluckt wird, aber das ist nicht ganz so tragisch, wie gesagt, hier kann man noch ein bisschen nacharbeiten und kann noch ein bisschen die Helligkeitsstufen nachher in Lightroom so ein bisschen nacharbeiten. Vielleicht noch zur Info, ich nutze jetzt hier einen Nisi Verlaufsfilter, Nisi VS Pro ist das, ganz normaler Verlaufsfilter, ein weicher Verlauf, du kannst auch einen harten Verlaufsfilter nehmen, wobei der jetzt hier keinen Sinn machen würde, den würde ich tatsächlich nur benutzen, wenn ich jetzt am Meer arbeiten würde oder wo ich eine gerade Horizontlinie habe. Ja, jetzt erzähl ich noch mal ganz kurz ein bisschen die Umgebung, dass du vielleicht so ein bisschen einen Eindruck dafür bekommst. Also hier hinten ist quasi so ein leichter Wanderweg, so ein Strandweg, dann dort oben ist der Leuchtturm zu sehen und wenn man sich jetzt hier so ein bisschen dreht, dann ist halt hier hinten der Dünenaufgang runter zur Ostsee, also kann man Sommer auch super cool baden wahrscheinlich, sehr, sehr schön hier auf jeden Fall gelegen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben da lassen, teile das Video mit Freunden und Bekannten und nicht vergessen zu kommentieren, drück die Glocke, dann bekommst du immer alle aktuellen Videos auch in dein YouTube-Postfach hinein. Bis bald und alles Gute, dein Mike. Ciao, ciao.